Spontanes Geburtstagsständchen für das Mediengründerzentrum NRW zum 10-jährigen Bestehen. Seit dem Sommer 2006 vergibt das in Köln ansässige Institut Gründerstipendien an den unternehmerischen Mediennachwuchs. Das Mediengründerzentrum unterstützt ja junge Medienunternehmer in den Bereichen klassisch Film, Fernsehen, neue Medien und Games und so weiter mit einem Stipendiatenprogramm, mit einem Betriebskostenzuschuss, mit Seminaren, Coaching, Mentoring, unterstützt damit die Gründungsphase, damit aus den jungen Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Bis heute wurden 133 Unternehmen aus den Bereichen Film, TV-Produktion, neue Medien und Games in das innovative Gründerprogramm aufgenommen. Wir sind ganz stolz darauf, dass 90% dieser Unternehmen, die in diesen 10 Jahren gegründet worden sind, ganz erfolgreich sind am Markt. Und wir sind in Köln als Medienstandort mit diesen Unternehmen eng verbunden. Unsere Stadt ist ein Medienstandort und dazu gehört natürlich, dass auch immer wieder neue, junge Unternehmen hinzukommen. Dafür sorgt das Mediengründerzentrum. Die von einer Fachjury ausgewählten Unternehmen durchlaufen ein Jahr lang das branchenspezifische Gründerprogramm. Jedes Unternehmen erhält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 10.000 Euro aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen. Wenn man neu an den Start geht, dann ist man mutig, kreativ, aber gelegentlich auch mit Zweifeln geplagt. Und da jemanden zu haben, ein Netzwerk zu haben, das funktioniert, das war die Idee. Deswegen 25 Jahre Film- und Medienstiftung, über 20 Jahre Kunsthochschule für Medien, 15 Jahre internationale Filmschule und jetzt 10 Jahre Mediengründerzentrum. Da kann man genau sehen, welche Schritte wir erfolgreich gegangen sind. Darüber hinaus werden die jungen Unternehmer mit persönlichem Coaching und einem wöchentlichen Seminarprogramm fit gemacht für den professionellen Einstieg in die Medienbranche.